Ja, lieber Widder, ich grüße dich. Wir schauen in eine Botschaft für das Kollektiv der Widder. Und für dich soll die Herrscherin reichhaltige Fülle bringen. Du darfst deinen Träumen Leben einhauchen, selber wachsen und anderen auch die Gelegenheit geben zu wachsen. Ja, und wir haben für dich lieber wieder das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit, nach Mäßigung. Hier geht es bei dir um eine Balance, um Gleichgewicht und es geht um Kompromisse und Zusammenarbeit. Du darfst ja noch ein bisschen auf den perfekten Zeitpunkt warten, bis sich hier die reichhaltige Fülle und die Gelegenheit für dich einstellen kann. Kann auch sein, hier ist etwas ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und braucht so eine kleine Kurskorrektur. Aber hier hast du tatsächlich wichtige Dokumente, Verträge, die dir hier entgegenkommen. Du hast die Entfaltung des Wohlstandes, also das Aufblühen von Wohlstand. Und unter anderem hast du hier auch so ein berufliches Ding, das dir hier gute Möglichkeiten mitbringt, wie du deinen Wohlstand noch vermehren kannst oder wie du ihn überhaupt erreichen kannst. Etwas ist noch nicht ganz in der Balance. Da arbeitet sich das für dich aber hin. Es geht nur um den perfekten Zeitpunkt. Ja, du darfst hier sprechen, dich mitteilen. Es geht um die Worte, die du weitergibst. Vielleicht darfst du auch für irgendetwas einstehen, das viele betrifft. Möglicherweise trittst du auch so als eine Art Mentor auf, der anderen weiterhilft. Oder es geht darum, auch durch Aussprachen zu sich selber zu stehen. Ja? So diese Wahrheitsausdrücker der Situation zu werden. Und es geht darum, dass es in manchen Punkten in deinem Leben vielleicht auch so ist, dass du irgendwie emotional distanziert oder nicht richtig erreichbar bist und deshalb das aus dir raus kann. Also verbal. Gerade da, wo du auch zugemacht hast. Du wirst ja die richtigen Worte auf jeden Fall finden, die Aufgabe auch meistern, die vor dir liegt. Und es geht darum, etwas zu beenden, Anfang und Ende zu setzen, stagnierende Situationen, Belastungen aufzuheben, vielleicht auch Wortlosigkeit oder Sprachlosigkeit. Dinge, die dir am Herzen liegen oder auch welche, die dir für längere Zeit auf dem Herzen gelegen haben oder dir Schmerzen mitgebracht haben. Deshalb hier auch dieses emotionale Distanziertsein, die liegen hier im Neubeginn, also Anfang und Ende. Etwas Neues blüht auf. Möglicherweise ist das hier auch ein Konflikt, den du mit deinen Kindern hast oder wo Kinder eine Rolle mitspielen, wo du vielleicht auch für deine Kinder einstehen darfst. Und es geht um das Ende einer Verstrickung, ne? Oder das Ende auch einer Situation, wo dir andere mit in die Karten gespielt haben. Das ist hier sehr interessant, denn hier wird mehreres beendet. Erstens mal eine Verstrickung, die du aus dem Bereich Familie hast, mütterlicherseits. Möglicherweise bist du hier dabei, eine Partnerschaft abzuschließen, wo etwas noch nicht ganz geregelt ist, wo noch Dokumente, wo noch Aussprachen, Korrespondenzen anstehen und wo es dir dann auch möglich ist, wieder
durch so Schicksalsdinge. Hier unten haben wir nämlich dich selber und noch die Sterne, wo es dir möglich ist, einfach eine Situation, die auch schwierig für dich war, verstrickt, ungesund, aufzuklären. Ne? Hier geht es auch ein bisschen um das Einstehen für sich und für andere. So, hier kommt Fiona als Schutzengel, der bringt dir oder die bringt dir hier Führung mit und Unterstützung, also Hilfe von oben. Hier hast du vielleicht irgendwann auch schon mal ein Stoßgebet abgegeben und gesagt, so hier, ne, helft mir mal, es geht alles so nicht mehr. Und hier hast du noch, der Engel hat sich umgedreht, Erzengel Gabriel, der dich vielleicht auch so ein bisschen auf deine Lebensaufgabe schubst. Und hier ist auch Kommunikation ein wichtiger Bestandteil. Deshalb haben wir hier auch dieses, ich bin Wortführer von irgendwas, ich spreche etwas aus, das alle befreien kann. Du hast den Buntspecht. Ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Wir haben jetzt hier dreimal das Thema Kommunikation, Worte, Aussprache, füreinander einstehen, nichts hinunterschlucken, ja, sondern es zu klären, dadurch auch wieder, wo du emotional in der Distanz warst, irgendwie an diesen Punkt zu kommen, wo du dich wieder selber öffnen kannst. Das Schicksal spielt hier eine große Rolle für die Situation. Weil hier sind sehr viele Einflüsse vom Schicksal, Mutterthemen, Kinderthemen, Verlustthemen. Sehr viele. Wir brauchen noch eine. Es kommt keine, ich ziehe eine für dich. Erzwinge nichts. Also man kann ja auch jemanden zwingen, indem man nichts mehr spricht. In eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden. Also übergib dich hier mehr dem Flow. Sei ein bisschen biegsamer. Sei nicht stur. Denn deine Träume, die sind schon zum Greifen nah. Du musst noch ein bisschen im Vertrauen bleiben. Hier kommt die Hilfe von oben. Und dieses Dagegenhalten und sich in den Weg deines eigenen Schicksals stellen, wird dir hier kontraproduktiv angezeigt. Lieber wieder, ich drück dich bis bald.